Hallo, ihr kleinen Ghule, und herzlich willkommen zurück zu Ghostmaster. Nachdem ich beim letzten Mal ja verzweifelt versucht habe, den dritten Geist zu befreien, denke ich, heute gehen wir einfach in die nächste Mission hinein. Beschwöre verzweifelt gesucht. No? Und wenn ich dann genügend Punkte habe, dann gehe ich dann nochmal zurück. So. Ein ungestümer Professor für Okkultes nahm unlängst einen mächtigen Wälzer mit sich in den Wald, um einen uralten Geist namens Darkling heraufzubeschwören. Die Experimente nahmen einen verhängnisvollen Ausgang und er floh aus der Hütte, um seine Forschungen an der Universität fortzusetzen. Drei seiner machthungrigen Studenten bemächtigten sich seiner Notizen und machten sich zu seiner Hütte auf, um das geheimnisvolle Buch zu finden und für ihre eigenen ruchlosen Zwecke zu verwenden. Na, wenn das nicht mal das Necronomicon ist, ha? Dies ist wieder mal eine schöne Anspielung auf eine wunderschöne Filmserie, von der vor allem der dritte Teil hervorragend war, ne? Armee der Finsternis, ich habe ihn geliebt. So, diesmal brauchen wir vor allem Geister, die draußen aktiv sind. Die beiden nehme ich mit. Bu nehme ich mal mit. Weffer nehme ich mit. Ich weiß nicht, wen ich noch mitnehmen sollte. Elektrische Geräte? Ja, komm. Ich habe da unten gesehen, da ist ja dieses Tonband. Können wir den mal mitnehmen. Bringe die Sterblichen dazu, den Darkling mit Hilfe des alten Buches herbeizuzaubern. So, man sieht schon, hier ist ein Bienennest. Das verhindert, dass die aufs Klo gehen. Und auf dem Klo sieht man eine kleine Kette. Na? Da ist er. Sollte ich nur so töricht sein? Raindancer kann nicht mehr tanzen. Dies übelriechende Gefäß von Menschenhand gefertigt. Wann werden sie die gefangenen Fluten befreien und mich armen Geist in die Freiheit spülen? Kurz gesagt, einer muss aufs Klo gehen. Und dafür nutzen wir Zittern, setzen den hier mal ganz nah dran und machen erstmal das Bienennest kaputt. So, Bienennest kaputt, jetzt kann da jemand aufs Klo gehen. Das ist schon mal sehr schön. So. Das ist wunderbar. Hier drinnen war noch einer, ne? Genau. Ich heiße Whisperwind und bin ein Kind des Windes. Die Menschen haben mich durch Zauberei an diesen Traumfänger gebunden. Nun kann ich nicht mehr durch die Himmel brausen. Ich möchte dies schwankende Ding so gern verlassen und in meine Welt zurück. Aber ohne Hilfe komme ich nicht los. Ja, also, der muss runterfallen. Und hier unten ist doch noch ein Geist. Da. Mein verwalteter Gatte hat mich hier im Dunkeln begraben. Ich weiß doch, dass Buch und die Rituale. Mir stockte das Herz, mein Verstand setzte aus. Dann kam der Tod. Die Freuden des Lebens spüre ich nicht mehr. Nur noch die Gier nach Rache. Ich werde den Lebenden zeigen, was es heißt, tot zu sein. Gut. Den müssen wir also einen Lebenden bringen. So, ja. Nutzt die Klospülung. Ach, wie gut das tut. Nun wende Raindancer gegen deine Feinde, damit er auf sie hinunterprasselt. Das ging schnell. Also, ich kenne das von früher, da hat das manchmal Ewigkeiten gedauert, bis da mal jemand, die Klospülung benutzt hat. Vielleicht sind sie aufs Klo gegangen und haben sie nicht benutzt, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, das reicht nicht. Ich muss, glaube, Animation nutzen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss das Ding runterbekommen. So, was ist denn hier? Animation, bitte einmal. Nee. Ach Gottchen, wie machen wir das denn? Also ich weiß, dass ich mit Wind das hier hinterm Haus Donnerschlag, Böe freisetzen kann. Dann kommt ihr irgendwann da drauf, da ist ja eine Kellerluke.
Ja, zack. So, wusch. So, wir müssen aber noch den Schlüssel finden. Rasselnde Ketten, das bringt mir alles gerade nicht so viel, mein Freund. Mit so einem kräftigen Beben, du. Da würde das klappen. Elektrisch. Aber ich habe ansonsten leider nichts in diesem Raum. Außer das hier mit der Luft halt. Und meine Luftfähigkeiten, die sind leider, naja, sehr beschränkt. Später, dadurch kriegen wir das nicht runter. Machst du denn nicht Animationen, weil hier keine losen Gegenstände sind? Oder ich weiß es nicht. So klappt es schon mal nicht. So, jetzt müsste hier mal einer hinters Haus gehen. Ja. Oh, du hast den Schlüssel entdeckt. Sehr schön. Ja, nee, jetzt geht er ins Haus. Jetzt kriegt er Angst. Mist, das war das falsche Lied. Gucken wir nochmal, erschütterndes Lied. Ein angenehmes hohes Geräusch, das Glas zerbrechen kann. Ja, das ist fein. Warte mal, Glas zerbrechen kann es auch sowas hier runterpfeifen? Ich könnte es mal ausprobieren. Aber ich denke eher nicht, dass das passiert, dass da durch den Traumfinger runterfällt. Ich werde es nachher mal ausprobieren. Jetzt geht der ja erstmal in den Keller. Na? Sehr schön. Ja, geh mal runter. Ich will mich. Ja, ist ja gut. So. Die Sterblichen haben den Keller betreten. Ihre Fertigkeiten im Suchen sind leider ausgesprochen unzulänglich. Möglicherweise würde es helfen, das Buch zu bewegen. Ja, das könnte ich machen. Moonscream, Kräfte. So, ich werde erstmal ja. Na toll, er sieht's nicht, oder was? Jetzt hat er Angst gekriegt. Die werden genauso kläglich schreien wie ich. Ach, süße Musik in meinen Ohren. Ich darf nicht dafür sorgen, dass die hier verschwinden. Na, der darf ein bisschen Angst bekommen, aber der muss wieder runtergehen. So, jetzt habe ich die zumindest befreit. Könnte noch mal das erschütternde Lied ausprobieren, ob das klappt. Aber ich denke eher nicht, dass das reicht, um das Ding runterzuhauen. Doch, es hat funktioniert. Ja, sehr schön. Nun kann ich frei und ungebunden durch die Lüfte fliegen. Hab Dank, du freundliches Wesen. Gern geschehen. Gern geschehen. So. Jetzt muss ich die nur noch in den Keller locken. Und hier im Keller werde ich mal das Buch hier runter bewegen. Weil die ja leider zu doof sind, das selbst zu machen. Und sobald der nächste hier runter geht, genau, findet er das Buch und alle sind glücklich. Da ist ein Buch. Guck mal da. Ja. Und nur? Was denn jetzt? Na, jetzt müssen doch die anderen beiden runter. Die anderen beiden Dussel müssen doch runter. Ja, sie kommen alle beide. Sehr schön. Aber das war's noch nicht. Ich weiß jetzt mehr als ihr. Ich weiß, dass es das noch nicht war. That is fine, Ranate.
Granted, Nardam. Okay, Grantiate. At is one right at a. Ah, gig Grantiate. You for Ardle Nardam. Ah, you're just a late. Ah, you're just Andle at a. You've been Ardle Dam. Ah, refined word a. Ah, tis one stay. Me, kleine Sims. Die Nadel, Dam? Ah, tis one right at a. Hund is binnen da? Hold on, and. Hold it at you. Okay, Grantiate. No, no, Grantilad. Ghostmaster. Lass den geistesgestörten Professor auf keinen Fall unsere Pläne durchkreuzen. So, genau. Den hier muss ich nämlich jetzt loswerden. Und das mache ich mal so. Müssen wir dafür sorgen, dass die anderen nicht hier unten sind, sonst erschrecken die sich und hauen ab. Wieso seid ihr denn schon wieder unten? Ich möchte nur den Professor erschrecken. Und ihr drei, ihr sollt eigentlich nach oben gehen. Was macht ihr denn hier? Geht mal weg. Vor allem der hat nicht so viel. Komm, haut ab. Ihr drei seid hier gerade unerwünscht. Ihr müsst nämlich bis zum Ende bleiben. So, und jetzt ja alle drei nach oben. Und wagt euch nochmal runterzukommen. Kann ich Herde hier gar nicht gebrauchen. Die müssen nämlich da bleiben. So, Emotion. Ihr kommt schon wieder runter. Was soll denn bitte? Hoch mit dir, Bruce. Aber jetzt hier hoch. Das ist ja nicht auszuhalten, dass dieser Schuft hier immer wieder runterkommt. So, genau. Ich darf nämlich nur den Opa gruseln. Ja. Nein, jetzt kommt schon wieder irgend so ein Schwachmat runter und es ist schon wieder der. Das ist das Problem. Der darf eigentlich nicht gegruselt werden. Und der kommt immer wieder runter. Und immer wieder. Der Onkel, ja, der hat eine Knarre. Was erwartest du denn? Na, der hat eine Knarre, irgendwann schießt er dir ins Gesicht, weil du einfach nur nervig bist, Bruce. So. Und jetzt bleib da oben. So. Das hat gut gefruchtet. Ja. Bruce, also jetzt mal ganz ohne Flachs jetzt. Du nervst. Du nervst, Bruce. Geh weg. Ich glaube, ich muss den Opa immer mit Ex und Hop so ein bisschen attackieren. Geh einfach weg. Geh einfach weg. Ich weiß echt nicht, was du hier suchst. Hier irgendwie noch andere Fesseln. So. Mach du mal was. So, mach du auch mal was. Und du auch. Oh, da kommt schon wieder Bruce. Dieser Bruce, dieser elendische Bruce, der die ganze Zeit immer nach hier unten kriecht. Geh nach oben, geh zu deinen Freunden, du willst doch nicht bei dem verrückten Onkel sein. Der hat eine Knarre. Wie oft muss ich denn das noch sagen? Der hat eine Knarre. Bruce, der hat eine blöde Knarre. Muss ja echt drauf aufpassen. Die müssen alle drei da bleiben. Bruce ist wieder da. Bruce kommt hier im 5-Sekunden-Takt runter. Können wir jetzt mal hier, kann ich hier mal Kräfte, Sirenengesang hier drüben aktivieren, dass die den Bruce mal mitnehmen. Nee, da war ich fast über dem Ding. Oh, seht ihr das? Seht ihr das? Der ist kaum oben. Ah!
Da ist er schon wieder unten. Das ist ein furchtbarer Typ, dieser Bruce. Was ist, sagt denn deine Bio? Ich bin ein ewiger Treppenläufer. Bruce ist egozentrisch und verfügt über einen ausgeprägten Selbsterhaltungstrieb. Glaube ich nicht, denn ich würde mit einem solchen Trieb nicht dauernd zu dem Onkel mit der Knarre runtergehen. Ganz ehrlich, nein, das würde niemand machen, der irgendwie bei klarem Verstand ist. So, Ex und Hopp, ist das bereit? Ja. So. Und jetzt hat er Angst und haut ab. Gut, 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 gut. Und jetzt kann Bruce meinetwegen runterkommen. So, jetzt müssen nämlich die drei nachher unten latschen. Dieser elendliche Bruce, dieser elendliche. Das ist ein furchtbarer Typ. Wo ist die Nummer 3? Nummer 3 kommt auch, sehr schön. In diese Mission muss ich zum Glück nicht mehr rein, außer ich will mich noch verbessern, weil ich habe alle drei Geister. So, dann macht mal schön euer kleines Schauspiel. Das Ritual ist abgeschlossen. Der Darkling benötigt jedoch weitere Seelen für seine Befreiung. Doch das ist eine Aufgabe, der du dich später widmen kannst. Fürs Erste genieße deinen Sieg. Gut, sehr schön. Ja, um den Darkling zu befreien, müssen nämlich alle drei da sein. Ach, toll. Toll. Mit der Zeit hat das nicht so hingehauen. Na gut. Du hast solch gute Arbeit geleistet, dass die Geister arbeitslos sind und sich dir in Gravenville anschließen. Das ist schick. Gut. Akt 2 hat begonnen. Na, das ist sehr schön. Das Schiff. Ich erinnere mich. Das Schiff, das hat mir nie richtig gefallen. Da gab es so Schwierigkeiten. Was sagt denn die Uhr? Wir gucken mal bezüglich meiner Geister, ja? Aber ich glaube, ich habe immer noch nicht 1000 zusammen. Nein. Da fehlen noch 30. So. Sandmann, Untrainier. Okay. Ja. Den werden wir später einmal zwingend brauchen. So. Damit ihr mal überall die schönen Texte lesen könnt. Ja, der Hund, der ist auch neu. Der Hund ist eigentlich gar nicht so schlecht. Den kann ich noch gut gebrauchen. Weil der hat hier Hetze. Schwarm und sowas, das ist bei der einen Mission gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, vielleicht auch bei anderen, aber bei einer ist das gar nicht so schlecht. Vor allem die Hetze. So, den Dicken hier haben wir jetzt auch. So, da habt ihr nochmal den Text zu dem. Was sind seine Kräfte eigentlich? Pech, Irrsinn, Zittern. Nee, ich brauche einen anderen. So, hier den Wassergeist. Rain Dancer. Meine Fähigkeiten, wie war denn das? Flut, der hat Flut, gut, die brauche ich später auch nochmal. Die Fähigkeit. Ja, Moonscreen. Oder Scream, besser gesagt. Ja. Hier kennen wir schon. Hier drüben war nichts. Was haben wir hier draußen? Haben wir da schon welche? Nö. Wie sieht das hier im Keller aus? Ja, da ist der zweite. Whisperwind. Damit habe ich beide Luftelementare. Sturm. Sturm wird, glaube ich, auch nochmal wichtig. Ich dachte, da war noch was. So, was haben wir hier? Da haben wir hier unseren kleinen Feuerteufel. Ist gar nicht so schlecht, ne? Der hat vor allem menschliche Fackel und Feuertanz. Feuertanz ist eine richtig gute Fähigkeit. War hier noch irgendwas? Nö. Nö. Weiter hoch geht's nicht. Und weitere Geister habe ich noch nicht. Ja,
Das sind erstmal die Geister, die ich habe. Da fehlen noch eine ganze Menge. Noch eine ganze, ganze Menge. Aber ich habe ja auch schon manche noch nicht gekriegt. Wie gesagt, auf die hoffe ich später, wenn ich dann die entsprechenden Fähigkeiten habe. Wie ist denn das bei dir? Ach nee, du bist ja ein Kind gebunden, ne? Was ist denn das bei dir? Dass du die Fähigkeit... Sicherung durchbrennen ist gar nicht so schlecht. Licht ausmachen, ne? Stromausfall und Funkenstrom, richtig gute Fähigkeiten. Schicksal. Ich habe ungewöhnlich Glück oder ungewöhnlich Pech. Schicksal ist das, was wir eigentlich brauchen für die Katze. Starkstrom. Und Starkstrom ist sowieso eine super Fähigkeit. Aber ich spare auf Beben. Gut, 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 gut. Ja. Jetzt noch eins anzufangen, das lohnt nicht. Ich sag's mal sowieso, das lohnt jetzt nicht. Die zwei, die jetzt da sind, die dauern länger. Das bringt's jetzt nicht, da reinzubringen. Die kriegt die Folge über länger. Das bringen wir nicht. Das machen wir beim nächsten Mal dann, ne? Gut, an dieser Stelle danke ich vielmals fürs Zuschauen, wünsche noch einen fantastischen Tag und verabschiede mich, ihr kleinen Gude. Ciao.